Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. In der letzten Folge haben wir viel Komisches gemacht. Wir haben uns mit Vegetas Training ein bisschen befasst, wir haben eine Parallelquest gemacht, wir haben Metallkohle ein in die Fräse gegeben und jetzt stehen wir vor Tenshinhan Shippuden, mit dem wir uns hier ein paar neue Sachen lernen, hoffentlich. Und das Training auch hoffentlich abschließen. Und dann machen wir, glaube ich, noch das Dingens hier, das den Fortschrittstest und so und keine Ahnung. Mal schauen, was hier noch passiert. Hey, Tenshinhan Shippuden, sei mein Meister. Na, pff. Obwohl, er muss ja gar nicht mein Meister sein, oder? Er muss ja einfach nur trainieren mich machen, ne? Reaktion 1. Was haben wir? Offene Ballfaust. Gut. Er dürfte ja nicht so schwierig sein. Vegeta war ja schon in der zweiten Reihe. Tenshinhan Shippuden ist noch in der ersten. Übrigens, falls euch der Part gefällt, dann könnt ihr ja mal ein Like, ein Abo, ein Kommentar hinterlassen, um das in irgendeiner Form zu zeigen. Um den Kanal ein bisschen weiter zu helfen, das wäre sehr nett. Dankeschön. Okay, weiter geht's. Das Gesicht. Ah, ich mach nicht so ein. Genau das will ich sehen. Oh, leck mich. Ha, ho. Attack, boah. Oh, wie nennt man das noch mal? Touchdown, nein, Quatsch. Gut, immer noch A, wie soll man Z bekommen? Ich verstehe das nicht. Ich soll nur ein einziges Kombo machen oder wie, um den zu erledigen? Verlangen die ja schon wieder. Okay. Du hast so Talent hast, du hast sehr schnell gelernt. Eigentlich bist du bald für meine nächste Lektion, aber wir sollten nichts überstürzen über erst, was du gelernt hast. Wenn du mit deinem ersten Angriff der offene Ballfaust triffst, sollte der Rest der Combo wie von selbst kommen und so weiter. Warum gibst du mir jetzt keine Sachen? Du bist sehr mächtig genug, um meinen dreifachen Stahlenschutz anzufangen. Okay, sei mal Meister, muss ich dann, glaube ich, machen, um die Sachen zu bekommen, ne? Jemand anders, anderen zu unterrichten, ist eine Möglichkeit, sich selbst zu unterrichten. Wenn ich jetzt kämpfen mache, bringe ich wirklich dabei meine eigene Kampfkunst weiter. Oh, Entschuldigung, ich will davon helfen, dich als Kampfsportler zu entwickeln. Du bist jetzt mein Schüler. Ich lasse nicht zu, dass du als halb ausgebildeter Kämpfer endest. Hör gut zu, ein Kampfsportler muss große Ziele haben. Mit Entschlossenheit überstehst du jedes Training. Du wirst ein vollwertiger Kampfsportler sein und meine Ausbildung abgeschlossen ist. Ich bin Kampfsportler, mir gibt es hier nichts zu sagen. Du fragst dich bestimmt, warum ich dir das sage, weil ich Potenzial in dir sehe. Aber egal, wie groß dein Potenzial ist, es verschwindet, wenn du dich ständig daran arbeitest. Ich werde dir nie verzeihen, wenn du dein Talent verschwendest. Ein stolzer Kampfsportler. Ich freue mich schon darauf zu sehen, wie du dich zu einem Kampfsportler weiterentwickelst. Dich kämpfen sehen hat mein Herz als Kämpfer Hunger auf Wettkampf gemacht. Du bist mein Schüler. Das ist der Unterschied zu einem Rivalen oder Mitschüler. Wie schön, dass du so stark bist, aber als dein Lehrer darf ich nicht gegen dich verlieren. Es ist sehr lange her, dass ich auf so etwas gebrannt habe. Du hast einen Kampfsportler in mir geweckt. Hey, ich glaube, der Schüler hat dem Lehrer ein oder zwei nützliche Lektionen erteilt. Das klingt vielleicht komisch, wenn ich das sage. Wir sollen uns gegenseitig immer größere Leistungen anstacheln. Ich sage allen anderen Studenten ab. Ich warte darauf, mit dir zu trainieren. Ich freue mich sehr, mit dir zu trainieren. Okay, dann trainiere mich. Kyokanone, Dreifachstrahl. Das ist auch Kyokanone, oder? All these squares make a circle. Then the triclops shows up and decides to turn triangles into squares. Okay. Cube Kanon ist eine richtig geile Fähigkeit. Ja, das ist aber nur die mit einer Hand. Ja, die links ist wahrscheinlich mit beiden, ne? Was passiert, wenn ich den Tenshinhan direkt kaputt hau? Boah. Ja, dann ist es schon vorbei, gut. Wenn das jetzt nicht Z ist, ne? Was zum? Vor allem noch nicht mal S, das ist Z. Was? Alter, was verlangen die ja von einem? Wie soll ich denn hier bitte schon ein Z kriegen? Der war Rekordgeschwindigkeit, was ich hier gemacht habe. Wir sind auf einmal da, was? Sehr gut mit uns mitgehalten.
Du setzt den Dreifachstrahl perfekt ein. Der Dreifachstrahl ist ein riskant Move. Deine Deckung ist offen und er kann explodieren, wenn du ihn zu stark auflädst. Deine Vorteile sind größer als die Nachteile. Du wirst ihn gut nutzen. Oh. Geh langsam zu Ende. Zeig mir, was du erreicht hast. Die Zeit, ich für einen dreifachen Neostrahl zu bekommen. Eine mächtige Technik. Aber Macht hat ihren Preis. Der dreifache Neostrahl belastet den Körper des Wirkers sehr. Bevor ich ihn überbringe, muss ich erst sichern, dass du damit umgehen kannst. Okay. Dreifacher Neostrahl. Geil. Ist echt eine der geilsten Attacken überhaupt. Ich meine, sogar Zell hat dagegen alt ausgesehen. Es hat zwar keinen Schaden gemacht, aber es hat ihm wenigstens gestunt. Das ist auch nicht schlecht. Okay. Waren Sie der Pflanzenmänner? Man haben die mit Tenshin und Shippuden zu tun. Du willst mich doch ja. Oh. Wird irgendwie noch eingefügt mit der Zeit, oder? Auf. Dann wird er dann irgendwie so eingesetzt wird, finde ich. Mal ernsthaft. Übrigens, meine Stimme war schon wieder zu leise. Also nicht meine Stimme, die Stimmen der Charaktere waren zu laut. Im letzten Part, geil. Na, komm mal, ja. Ja gut. Ich bekomme keinen Schaden, ist doch gut. Jetzt sag ich so wieder für als Leid. Fristat! Und nochmal. Wieso nicht nochmal? Lass ich mal ganz kurz aufladen. So, jetzt mache ich dich platt. Warum kann ich da nicht da jetzt mal Key mit verballern oder was? Boah, leck mich haben. Oh, jetzt lass mich hier. Warum ich nur normale Energie da und so hat. So. Und jetzt aber. Werde ich ja wohl einmal treffen. Doof! Paradoxstrahl aktiviert. Ja, ich mache ein Dreieck mit meiner. Ja, da Z gegeben. Es ist ein Paradoxstrahl übrigens. Ich mache ein Dreieck und schieß Vierecke. Was zum. Okay, Tenshin Han Shippuden abgeschlossen. Ja, ich weiß. Guck mal, du hast dich mehr als würdig erwiesen. Jetzt hast du alles gelernt, was ich dir beibringen kann. Wie war mein Training? Hat großen Spaß gemacht, nicht wahr? Oh, fass ich jetzt nicht falsch. Ich bin sehr stolz, dass ich einen Schüler hatte wie dich. Oh. Nenn mich Tenshin Han Shippuden, so nennen mich meine Freunde. Ich stelle keinen Wert auf Titel. Ich muss jetzt dann eigentlich. Okay, ich dachte, ich krieg noch was. Gut, wieder jemanden abgeschlossen, ausgezeichnet. Den Stein am Schuh habe ich noch nicht. Piccolo, ich bin Gott. Okay, ja, Piccolo, er hat auch ein paar geile Attacken. Dann kann ich mal Lichtgranate wieder einsetzen. Piccolo ist da oben. Ne? Dann versuchen wir noch den Dingstest hier abzuschließen: den Fortschrittstest, damit ich ein Gott werde. Natürlich. Ups. Dann machen wir erst so super Explosionswelle. Das war eine Lichtgranate, hieß die Attacke. Machen wir in der nächsten Folge die Story weiter. Okay, gut. Sagen wir, ich wahrscheinlich wieder zweimal in Dragon Ball den Dragon Ball gerufen haben, den Drachen gerufen haben.
So eine Art gesagt. Oh nein, da muss ich auch eine Ausdauer haben. Ja. Was? Was? Ist ja einmal eingesetzt, das reicht doch. Ja, reicht doch, wenn ich das einmal eingesetzt habe, oder? Ja, okay, gut. Hat gereicht. So muss das. Hat irgendwie gar keinen Sinn. Muss ich hier mit einem Schlag fertig machen, oder was? Er geht doch gar nicht mit der Ausweichfähigkeit. Na, das ist eine gute Fähigkeit. Vielleicht tue ich die sogar. Okay, ich habe von Mr. Satan abgeschlossen. Gut. Es kann offensiv sein, dieser für gedacht, mächtige feindliche Angriff abzulenken, um Ausweichdingen wie die Super Explosion effektiv ansehen, was zu können. Und Ausdauer. Du musst trotz eines gefährlichen gegnerischen Angriffs ruhig bleiben und deine Reaktion perfekt timen. Wenn du dich von Angst beim Mann lässt und sich ohne Nachdenken einsetzt, wirst du dich lang durchhalten. Also dazu bla 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 bla. Das ist eine Ausdauertechnik. Okay. Hätte ich vielleicht nicht skippen sollen, aber egal. Anscheinend kennst du die Geschichte deiner Erde. Du weißt, dass ich Son Gohan trainiert habe, oder? Wenn du noch jemanden suchst, der stark ist, hier wirst du ihn finden. Jeder hat außerdem bestimmte Eigenarten. Mich zu wenig Zeit, also dass du was im Kopf hast. Nur ich kann dir vielleicht dabei helfen, in deinen schlummerndes wahres Potenzial zu nutzen. Du kriegst von mir das gleiche mörderische Training wie Son Gohan, aber ich glaube, für dich mache ich es noch härter. Du sollst bereit sein, da ich es dir nicht so leicht machen werde wie ihm. Wenn du das nicht mein alter Schüler ist, lass uns ein bisschen Spaß haben. Ultimativer Name Kerner. Hast du einen Kampf durch Erfahrung entwickelt oder bist du einfach nur ein Naturtalent? Wie du machst, du beeindruckst mich, wie viel Potenzial wurde in der Stumme hat. Zum Glück werde ich mich zumindest eine Zeit lang nicht langweilen. Ich kann dir eine Menge Wumms einbummern. Ein Bläuen. Okay. Ich werde dich an dein Limit bringen. Ich will sehen, wie stark du werden kannst. Seit Son Gohan und Gotenks gab es keinen Schüler mehr, den ich gern trainieren wollte. Also enttäuscht mich nicht, verstanden. Gibt es da überhaupt noch andere Schüler? Früher war ich als großer Dämonenkönig bekannt. Heute trainiere ich die Guten. Deshalb finde ich das gar nicht schlimm. Immerhin kann ich erleben, wie du dich verbessert. Ich werde Spaß daran haben zu sehen, wie du mein Training durchhältst und stärker wirst. Ich will sehen, wie stark du werden kannst. Du könntest sowas von Goku oder Vegeta betreffen. Ich habe da so ein Gefühl. Wenn ich nur daran denke, jemanden zu trainieren, der sie irgendwann mal schlägt, zittere ich schon vor Aufregung. Wie sieht es aus? Bist du bereit zum Trainieren? Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Ich sorge schon dafür. Ich werde absolut ehrlich zu dir sein. Also täusch mich nicht. Verstanden? Schau mich nicht so an. Ich bin weicherherzig geworden. Da kannst du gute Dinge um dich, okay. Uff. So, Lichtgranate, die habe ich schon. Ich habe jetzt meinen alten Spielstand übernommen. So ein Dreck. Okay. Was zum? Wie die Attacke funktioniert, weiß ich. Der Klo, komm her. Gott, Klo, uff. Und tschüss. Nein, ich muss alle damit erledigen. Bei Vegeta hat gereicht, glaube ich. Restart. Nein. Auf. Und jetzt kommst du. Boah, mein Controller hört man die ganze Zeit, ne? Was ist das? Was? Okay. Und Piccolo? Ne, okay. Ist Ende okay. So, gut. Ich lerne neue Attacken und Zeugs, die ich wahrscheinlich nie benutzen werde. Okay. Ja, ich weiß. Ausgezeichnet, gegen die beiden kannst du dich gut geschlagen. Also zur Lichtgranate. Hier lädst du auf und dann feuerst du sie ab.
Ich habe dich beobachtet, du hast die Lichtgranate vollständig gemeistert. Weniger habe ich auch nicht erwartet. Trotzdem ist die Geschwindigkeit, mit der du dich verbessert, absolut unglaublich. Es ist Zeit, ich zeige dir die Technik, die ich genau für diesen Moment aufgehoben habe. Das ist meine mächtigste Technik lernen, die Spezialhöllenspirale. Wenn du den Mund zum Lernen hast, sag einfach Bescheid. Zeig. Makan Tova, Bro. Ja, hat er leider nie mehr eingesetzt nach dem Kampf gegen Raditz, oder? Was ich sehr schade finde. Aber irgendwie jeder andere hat das eingesetzt. Ich glaube, Cell Juniors haben das eingesetzt, oder? Ja, willst du dich fertig machen? Okay. Bum, 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 bum. Macht überhaupt nichts. Und zack. Und jetzt den hier. Nein. Ja, das kann schon wieder was werden. Was ist das? Sehr gut. Okay, und Level up. Yay. Ich bin Level. Oh, ich habe noch Dingens. Oh, verdammt. Ich habe noch gar nicht meine Punkte ausgegeben. Oh. Das ist jetzt peinlich. Okay. Gut, dann müssen wir Ausbildertraining noch und dann Mr. Satan, glaube ich, machen. Ne? Wusste, du wirst es schaffen, du bist stärker geworden. Das war ja letztlich die, die er beibringen konnte. Jetzt liegt es an dir, sie zu perfektionieren. Ich bin immer da. Sag Bescheid, wenn du meine Hilfe brauchst. Ich gehe dir zur Hand. Viel Glück. Geil. Jetzt mal meine Dings. Und ich tue, ja, ich tue immer noch sehr ausgeglichen hier hochleveln. Egal, mein Gott, ist der Typ groß. Was haben wir denn jetzt hier? Pipi, du kannst deinen Fortschrittstest ablegen. Bla bla bla, neue Ausbilder. Leck mich, Fortschrittstest. Gott, maximal lang kann ich dann auch sehr gut. Da haben wir schon einige Charaktere, Spoiler und so. Aber wer kennt hier nicht Dragon Ball? Also, Charaktere sind jetzt nicht wirklich ein Spoiler, ne? Aber das kann jetzt hier wehtun. Der Kampf. Und dann kann ich maximal Dingens endlich mal reinpacken. Hey, Mr. Satan. Mein Gott. Scheiß Charaktere, die wir noch gar nicht gesehen haben. Kommt schon wieder, ne? Oh, Thales, ja. Thales will Mr. Satan rächen. Ja, dann kann man ja unter Thales trainieren. Und die Geld und zum Gohan, die im ersten Teil nehme ich an. Ne? Oh, ich habe jetzt 7 Balken. Gut. Die kommen beide gleichzeitig. Mache ich auch beide gleichzeitig platt. Und tschüss, ihr beiden. Mein Gott. Alter, der Angriff, ne? Ist das jetzt hier nicht, ich nicht gedacht hätte. Ja, das war die Attack von einem Vordermann. Au, was? Sie haben einige Mystikoren Sachen ein oder was? Alter! Die habe ich keinen Kratzer abgezogen. Wie kann denn das schon wieder sein? Ja, komm her. Ist das dann die letzte? Nee, wo sind ein Bills und so? Ja, auch noch, oder? Gott, der Zerstörung ist aber wahrscheinlich nicht dran. Boah. Alter, das hat wehgetan. Hat sie mir Schaden gemacht hier. Und da kommt noch. Majin Buu, ich glaube, da war der letzte, ne? Also alles hier noch so halbwegs guten Leute. Majin Buu wird ja auch später gut. Und dann Thales. Boah, mehr. So. Jetzt noch. Kaio, komm her, ja, und du bist weg, oder? Nein, okay.
Aua, das hat mir eine Kopfnuss gegeben. Ah, meine Schultern lockern. Okay, das war mein Problem die ganze Zeit. Nicht, dass ich die ganze Zeit auf Fresse gekriegt habe, ne? Ah, ne, da kommt noch einer. Nein. Ach, Rotengs, genau, der war der Letzte. Oha. Und was er das? So führt das Spiel schon wieder viel zu leise. Nein, nicht der Galactic Donut. Er sich neben mir teleportiert, wie kannst du es wagen? Oh nein. Der könnte mir jetzt Schwierigkeiten bringen. Das muss noch durch. Boah, leck mich am Arsch. Ja, ich gehe jetzt kein Risiko ein. Jetzt einfach ein Super Saiyan Kampf, den kannst du haben. Uff, komm her. Uff, und Kaio, komm her, ja. Sehr gut, und weggesagt. Ausgezeichnet. Ja, maximale Ladung habe ich schon, deswegen konnte ich die nicht freischalten. Aber jetzt kann ich sie endlich ausrüsten. Wie ich sie freigeschaltet habe, jetzt fühle ich mich nicht mehr so schlecht, wenn ich sie ausrüste. Aus Queen. Für Parallelquests und dort weiß ich. Da wir haben noch ein bisschen Zeit, gehen wir zu Mr. Satan. Guck mal, du hast jetzt selbst bestanden. Du kannst Unterricht bei neuen Ausbildern nehmen und so. Schon habe ich den Balken schon wieder voll, ne? Ja. Ja, super, okay. So, drei haben wir jetzt abgeschlossen. Nee, das kann doch nicht wahr sein. Gut, dann wuff, gehen wir. Was ist mit dir? Das ist mein Gesicht da drauf. Willst du was? Von ja, musst du die beste Tokio-Impression zeigen. Ach so. Es sind allgemein noch viele Leute am Rumlaufen, von denen ich nicht weiß, was ich machen muss. Irgend so jemand ist wie Nappa und Freezer, die am Rumlaufen. Muss ich mich wie Nappa anziehen oder was? Wir auch noch machen, also hier ist sonst nichts mehr los, glaube ich. Hier ist irgendjemand, der läuft wie Nappa rum. Sagen wie Nappa ist der Größte, glaube ich. Boah. Ja, du außer gegen den mächtigen Nappa ausrichten. Ha, kann er träumen von so Bild und C wie Nappa zu sein. Kraftmäßig kann er es Vegeta mit Vegeta aufnehmen, genau. Ich sehe mich mal wie Nappa an, vielleicht passiert da was. Müsste ja eigentlich schon alles haben. Was passiert, wenn ich mit den Klamotten zu Vegeta hinrenne? Hände nix oder? Doch hier. Jo. Wenn Nema mich als Nappa verkleidet sieht, wird sie bestimmt genauso hochnäsig wie Vegeta, aber ich glaube, ich werde sie ein bisschen überraschen. Ich war nur ein Scouter, ne? Ja, ist das, das gleiche. Jo. Ja, das ist nicht das gleiche. Oh, jetzt aber, ne? Jo. Ah. Was ist denn mit dir los? Ich bin Freezer, Freezer, ja, das Universum, bla bla bla. Jo. Hey, ich sehe doch genauso aus wie Nappa jetzt. Ich will nur eine Glatze schneiden oder was? Hey, guck mal. Vegeta. Hey, Vegeta. 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 Was? Jetzt willst du auf einmal mir was beibringen? Hier auf den Arm nehmen? Final Flash, okay. Als Nappa verkleidet. Warum willst du mir jetzt deine Dingens geben? Boah.
Egal, wir gehen jetzt einfach als Napper verkleidet in den Kampf. Hey Vegeta, hey Vegeta, hey Vegeta, hey Vegeta, hey Vegeta, wie geht's dir? Final Flash, okay. Kein Ding. Nur Vegeta scheint mal ein bisschen einfach. Jetzt hat sich nichts geändert. Final Flash! Ich hab dich nicht getroffen. Jetzt war Final Flash! Eine der mächtigsten Attacken ganz Dragon Ball. Okay. Also mitten aus dem Nichts irgendwie. Ja, ich habe jetzt die Dinge abgeschlossen, ich Idiot. Ah. Deswegen konnte ich das wahrscheinlich mal. Da hat schon wieder Z gegeben. Oh. Stehe ich nicht bei den anderen, was das für Voraussetzungen sind. Gut, das war jetzt nicht so geplant, aber sehr gut. Gut gemacht, meine Lektionen für dich sind vorbei. Du bist ein Absolvent und kannst tun und lassen, was du willst. Was, dieser Gesichtsausdruck sagt mir, dass du noch mehr willst. Hörst du, weiter kann ich dich nicht bringen. Ich habe dir neue Techniken gezeigt, aber du musst sie perfektionieren. Es wird Zeit, jemanden anderen mehr zu imitieren und ein eigenes Ziel zu finden, auf das du hinarbeiten kannst. Im Gegensatz zu anderen Soldaten hast du Talent. Daher gilt dieser Rat für dich. Wenn ich für dich ein Lehrer bin, solltest du auf deine Stärke stolz sein, meine Güte. Heute schon wieder voll drauf, ne? Ja, vier haben wir abgeschlossen. Yeah, und da sind noch so viele. Und das dauert ewig, die hochzuleveln. Ich weiß noch nicht, warum ich jeden mache. Dodoria zum Beispiel. Wen zum Teufel interessiert mir Dodoria? Da so, gehen wir zu Mr. Satans Haus noch, um uns eine neue Dings abzuholen. Neue Aufgabe, nehme ich an. Schon 8 Quests gemacht. Ich habe zwischendurch in den letzten Part nichts gemacht, aber scheinen diese Trainingsdinger auch zu nutzen. Du scheinst alles zu geben, und meine Auswahl. Ach ja, wiederholt sich alles. So, was willst du jetzt? Noch eine 50-Treffer-Kombo. Auch schon, habe ich auch schon. Ja, das zählt erst. Das zählt. Was? Das macht doch gar keinen Sinn. Die Quests zählen nicht, nachdem ich die Mission hier angenommen habe, aber die Treffer, die ich schon. Boah. Na, was kommt jetzt? Schieße 10 Quests ab. So, jetzt wieder ab hier zählen die, ne? Boah. Was ist denn das? Wir sind bei 50%, ne? 40, boah. Capsule Corporation, da müssen wir bei Vegeta trainieren, ne? Okay, Frieza, da müssen wir mal irgendwann mal machen. Aber ich würde sagen, erstmal Retter bin ich, okay. Erstmal machen wir Story ein bisschen weiter, so bis zur Zellsaga. Also die Zellsaga sind wir ja gerade drin, ne? Und dann, ja. Ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Ich bedanke mich alle herzlich, oder will ich mitmachen? Ich bin mich alle herzlich zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Okay.